Und eben eine grosse Leidenschaft von dir ist ja Segeln. Jawohl. Warum? Segeln, ich bin, wie gesagt, dort in Cham aufgewachsen und bin mit 5 in den Segelclub Cham. Und dann bin ich mit 5 schon alleine auf dem Optimistli gsi. Das sind die kleinsten Schiffe. Wir haben dann so eine Gruppe gehabt und dann sind wir auch mit Kollenmühle bröteln und machen. Es war Abenteuer gewesen. Man hat ein Schiff gesteuert, man war quasi der kleine Kapitän gewesen. Man hat auch Eigenverantwortung müssen haben zum Material, zum Schiff. Und Segeln ist für mich so Freiheit. Es ist etwas Supers. Man hat Sonne, man hat Regen, man hat Wind um sich herum, man ist auf dem Wasser, was sehr beruhigend ist. Und, ja. Und wie viel Mal gehst du noch segeln? Ich muss sagen, ich bin ja noch bei Swiss Sailing am Schweizerischen Segelverband im Zentralvorstand. Und du selber viele Regatten leiten. Und zu meiner Scham muss ich gestorben, weil das ja noch nie auf dem. Wie im Schiff gsi. Ah, okay. Wie heisst das Schiff? Jetzt auch einen Namen. Ja, Sansibar heisst. Ah, Sansibar. Und wie würdest jetzt du jemandem Segeln lustig machen, wenn jetzt jemand sich interessiert, aber noch nicht genau weiss, ob er segeln soll? Was würdest du ihm sagen? Segeln ist ja so der Sport in der Natur aussen, wo man wirklich die Natur noch spürt. Und mit dem Wind, wo man auch die Gewalt und die Power von der Natur spürt. Und es ist, man muss es, glaube ich, können einfach mal aufs Schiff nehmen. Und ich würde sagen, jetzt kommst du mal mit. Und ich glaube, dann müsste ich gar nicht so viel reden. Ja, manchmal kann man auch zu viel kommunizieren. Das ist ja so. Manchmal ist schwiegen besser. Das ist manchmal ist das besser. Ich habe auch ein Interview gelesen, eben Swiss Sailing. Kommunikation haben sie dort auch umgebügelt. Und auch wieder mehr eben Transparenz, mehr auf Fakten. Und treibt das langsam Früchte? Das treibt Früchte. Das sind die vier so die strategischen Grundsätze in der Kommunikation, wo ich ein bisschen, ich habe es erfunden. Nein, das ist wirklich ein Teil von mir. Das Problem war dort im Verband, dass niemand gewusst hat, was macht eigentlich die Verbandsführung. Und das ist einmal Transparenz. Man hat den Verband nicht gespürt. Das ist der Dialog und dann eben auch die Präsenz. Und die Leute haben gar keine Möglichkeit gehabt, oder die Mitglieder die Möglichkeit gehabt, am Verbandsgeschehen mitzuschaffen. Und das ist dann Partizipation. Und das sind also die vier Säulen. Und ich muss sagen, das fängt langsam jetzt an zu trillen. Es geht natürlich noch ein Moment. Wir haben das jetzt etwa vor anderthalb Jahren angefangen. In der Schweiz dauert immer alles ein bisschen. Aber ja, es kommt dann aber auch. Es ist auch Vielfalt. Ja. Wir haben im Nationalverband, wir haben die Romos, die sehr stark sind, die auch ihr eigenes Leben haben. Wir haben die Chinesen, die auch ihr eigenes Leben haben. Ja, da gehe ich heute Abend ins Tessin. Ah, schön. Herrlich. Wo gehst du? Auf Ambri. Ich bin ein grosser Ambri-Fan. Und heute ist Saisonstart, darum habe ich gefragt, ob du eine halbe Stunde früher noch kannst kommen. Die spielen, glaube ich, gegen Zug. Ja, ich weiss. Zug ist meine grosse Leidenschaft. Ja, können wir vielleicht auch noch diskutieren, ob es ist okay. Aber was mich fasziniert im Sport, und das ist jetzt auch, das ist schon angesprochen, die Verbände sind so Konstrukte, die nicht transparent sind. Viele Sportverbände, an was liegt es? Weil es einfach grosse Kisten sind, weil viele Zeugen haben und gleich nicht Zeugen haben. Wenn ich so manchmal Zeitungen anschaue, werden viele Gegenverbände in Frage gestellt. Ein bisschen Fußball. Im Eishockey weniger, aber sonst so Verbände. Ich glaube, das hat auch etwas mit der Geschichte. Man hat immer gesagt, die Verbandsapparatschniks, das sind, die haben so ein Eigenleben entwickelt, auch in Bern. Sieht man natürlich, die sind in einem Haus und die haben unglaublich viel Leute eingestellt. Früher war auch noch viel mehr Geld rum. Und jetzt hat sich das aber auch geändert. Also die Verbände können sich nicht mehr leisten, irgendwie ein Eigenleben zu entwickeln und einfach an der Basis vorbei zu entscheiden. Das Problem oftmals ist auch, dass Mitglieder der Verbände sind Club.
und nicht der Einzelne, sage ich jetzt mal, Fußballer oder der Einzelne. Das Sängler. Ist so. Das ist. Und es sind halt sehr viele, wo so viele Menschen zusammenkommen, wo so viel Geld drin ist, sind sehr viele Eigeninteressen dort. Und das haben wir jetzt bei Swiss Sailing, und das ist mir wirklich ein grosses Anliegen, haben wir auch abgeschafft. Wir haben uns auch zum Beispiel Spesen reduziert und alles. Also wir schauen sehr auf die Finanzen, wir sind sehr transparent und machen alles offen. Wir haben so ein Follow Me, ich weiss nicht, ob das auch habe ich kurz gelesen. Genau, das haben wir auch eingeführt, und das ist einfach alle Entscheide vom Zentralvorstand, die wir dort erklären. Ich glaube, die Verbände haben sich wie zu wenig, und das ist in Kommunikation, wie zu wenig Mühe genommen, eben wie ich am Anfang gesagt habe, zu erklären, was eigentlich die Hintergründe vom, zum Beispiel von einem Entscheid ist. Sie haben einfach entschieden. Und es ist ihnen egal, ob man das versteht oder nicht. Und das funktioniert heute nicht mehr. Nein, wir fahren auch mit den Social Media. Irgendwie kommt es dann gleich irgendwie durch einen Kanal durch, warum so entschieden ist. Da kann man ja auch gerade anstehen und sagen, warum man so entschieden hat, oder? Genau. Eben nachher das eigene Leben mit den Artikeln, oder? Ich glaube aber, es hat auch viel damit zu tun, dass früher oftmals Leute in diesen Verbänden waren, oder eigentlich generell kann man sagen, ein negativer Entscheid zu kommunizieren, ist wahrscheinlich etwas vom Schwierigsten. Und das heisst, man muss aber Verantwortung übernehmen. Und halt vielleicht auch Selbstreflexion und halt sagen, ich habe ein Zeichen gemacht. Oder und anstehen und sagen, es ist jetzt halt, das Zeichen ist passiert, oder ich habe so entschieden aus diesen und diesen Gründen. Ja, aber eben, wahrscheinlich ist das so wie ganz früher, ist das mit dem Glauben auch so gewesen, haben die auch noch auf Lateinisch ihre Messe gehalten, bis dann halt auch die Bevölkerung gesagt, wir wollen wissen, was ihr da oben erzählt. Wahrscheinlich ist es jetzt im Sport auch so, dass man wieder mehr Transparenz, mehr will auch mitreden, was ja auch schön ist. Ja, was nicht. Und das ist das Schlimmste ist ja für einen Verband, wenn alles rundum schweigt. Das ist so, wenn keine Reibung mehr entsteht. Ja, oder? Reibung macht das Leben interessant. Und es entsteht immer etwas Neues. Das ist schon in der Biologie so. Durch Reibung entsteht viel Neues. Oder? Genau. Aber eben, sonst noch Sport interessiert an der EVZ. Und freust dich auf die jetzige Saison? Ja, ich habe einfach ein bisschen Angst. Überall heisst der EVZ darf nicht, der muss. Ja, das mit dem Müssen ist auch so kommunikativ nicht so schön, oder? Ich glaube, es ist Erwartung. Man sagt immer so... Erwartungsdruck. Erwartungsdruck und dann der Umgang mit Erwartungen, das ist etwas ganz, ganz Schwieriges. Da haben wir es halt als andere ein bisschen besser. Wir sind immer der Underdog. Und wenn wir es beistellen können, von uns erwarten wir auch nicht so viel. Das kann natürlich rein von den Erwartungen ein bisschen befreiter aufspielen. Gut, mit dem neuen Stadion sieht es dir vielleicht wieder. Ja, dann. Aber jetzt müssen wir noch 2 Jahre in die kalte Valascha. Dort sind wir schon die Rädchen angefroren und alles Wüste. Aber ich freue mich auf das neue Stadion. Und vor allem, ich weiß nicht, wie viel dass du dich mit den anderen Clubs auseinandersetzt, aber in Ambri ist jetzt in zwei Jahren extrem viel passiert. Da hat es auch einen Führungswechsel gegeben. Also in der grossen Posten, neuer Trainer, neuer Sportchef, wo alles unter Obsi gerührt haben, wo jetzt auch mehr wie die Juniorenförderung investiert. Und so eigentlich Ambri als Ausbildungsclub anstellen. Und ich glaube, das ist die richtige Strategie, oder? Ich glaube es auch. Also vor allem, das machen wir beim Segeln übrigens auch enorm stark, dass man wirklich in die Zukunft setzt und die Juniorenförderung unterstützt. Ich bin auch noch in einem Donatorenclub dabei, wo es eben auch um Juniorenförderung geht. Und eben, und auch so können andere Junioren von anderen Clubs holen und sagen, in Hamburg kommen die Spielzeit über, oder? Und so können wir auch wachsen, oder? So haben wir es jetzt gemacht mit einem Junior aus dem EVZ Academy, der jetzt bei Ambri die erste Mannschaft kann spielen. Und so kommt Ambri immer wieder auch gute Juwelen über, die man dann auch wieder auf Übersee verschiffen kann. Und das gibt auch einen guten Ruf, oder? Ja. Aber ich muss natürlich schon wehmütig zugeben, dass Zug einen enorm guten Job gemacht hat, auch jetzt, nicht nur wegen dem Geld, sondern auch was Juniorenförderung, was Stadion anbelangt. Eigentlich müsste
den Titel dieses Jahr kommen. Ja. Oder? Aber wie gesagt, vielleicht müssen wir den im Mai noch einmal drüber reden. Oder wir gehen zusammen an einen Match. Das könnten wir auch.